viele verschiedene. Einige waren riesengroß, andere konnten sogar fliegen. Aber vor 65 Millionen Jahren war auf einmal Schluss. Der Eulenkopfwanderweg nicht nach der Eule, sondern nach diesem Fossil. Und nebenan ist der Steinbruch Schluckkoten, den hat August Thyssen erworben 1903. Und gleichzeitig auch den Steinbruch Rodenhaus, der wo ja immer noch Kalk gefördert wird. Der ist also immer noch in Betrieb und der Steinbruch Prangenhaus ist 1907 ausgebaut worden und 1998 offiziell geschlossen. Ist jetzt Sedimentationsbecken für den Kalkstein aus der Gesteinswäsche. Wir stehen jetzt hier hinten am Ende des Zeittunnels und schauen auf den Bochumer Bruch. Und da wir ja hier einen aufgelassenen Steinbruch haben, den sich die Natur immer wieder zurückerobert, haben wir uns gedacht, dass wir hier einen erweiterten Waldlehrpfad machen, wo wir die ganze Fauna und Flora in diesen aufgelassenen Steinbrüchen etwas besser nochmal erklären wollen. Ja, und das ist jetzt der Bochumer Bruch. Das ist ja auch, der gehört jetzt dem Deutschen Alpenverein und die dürfen ja hier drin klettern, aber nur an bestimmten Wänden.